Auch die Volkser kommen zurück zu dir. Ah, schön, geht's noch. Thank you.
oss är bra. Mål upp det så är nog bränt. Small.
Ihr fehlt noch etwas und wenn auch dazu ändern, ja, das Rosch. Der Vollmond. Macht wieder mal einen riesen Kürbis. Diese Blümchen, das ist so schön, aber auch
Ja, dann gehen wir am anderen Mal sein und Sichtbarkeitstrank geben. Du hast alle meine Aufträge gebändet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Was du kriegst an Themen? Ja, das ist halt ein bisschen buggy mit den Chrysanthemen. Der Unsichtbarkeitstrank. Vielen Dank für diesen Gefallen, Harko. Ich muss einfach fragen, wofür wollen Sie ihn verwenden? Ich werde ihn nicht trinken. Er ist für meine Sammlung an Zaubertränken. Oh, all diese bunten Gläser, eine tolle Sammlung. Ja, ja. Das Eis offenbarte mir heute eine neue Vision. Die Geburt eines neuen Elements steht bevor, Marco. Es hat etwas mit deinem Planeten zu tun, Tyler. Mit meinem Planeten? Drei Prinzen vor dir haben die magischen Kräfte ihrer drei kleinen Planeten freigesetzt. Aus diesem Grund sind sie in unserem Universum diese drei magischen Elemente aktiv, Feuer, Eis und Leben. Die drei Tempel von Ancora sind diesen Elementen gewidmet. Genau, und Thailand wird das vierte Element freisetzen. Das ist deine Aufgabe. Was für ein Element ist es? Wind. Bald werden wir einen vierten Ankweisen wählen und einen Windtempel bauen müssen. Doch der erste Stein des Tempels muss aus Kristall sein. Du musst ein Kristallgestein von Thailand mitbringen, damit wir mit dem Bau des neuen Tempels beginnen können. Aber der Kristall zerfällt, wenn er den Planeten verlässt. Nicht, wenn du ihn transportierst. Nur der Prinz kann den Kristall von Thailand entfernen. Ich verstehe es. Zertieren Kristallgestein. Nimm einen Kristall von Thailand mit zu Nidavi. Taufen.
vorstellen. Na gut. Alles, baby.